Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Regionalmagazins heute am Samstag. Wir haben wieder eine sehr spannende Woche hinter uns. Und dort haben wir auch tagaktuell berichtet. Haben Sie schon mal in unser neues Format 04 Plus geschaut? Ich kann es empfehlen. Täglich 19 Uhr geben wir dort Einblicke in die Geschehnisse der Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Per Kabel können Sie das sogar 10-mal am Tag verfolgen. Die Highlights aus unserer Region hier im Muldental haben wir jetzt im Regionalmagazin für Sie zusammengefasst, kommen aber vorerst zu den Nachrichten. Willkommen zu den Nachrichten. Der Landkreis Leipzig feierte den Tag der Deutschen Einheit. Mit einem Festkonzert im Kulturgut Thalwitz feierte der Landkreis Leipzig den Tag der Deutschen Einheit. Für den musikalischen Rahmen der traditionellen Veranstaltung konnte erneut die Sächsische Bläserphilharmonie gewonnen werden. Mit dem eindrucksvollen Programm Zuhause in ein Europa zeigten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Chefdirigent Peter Sommerer, dass sie nicht ohne Grund die diesjährige Opus-Klassik-Auszeichnung Ensemble des Jahres 2023 verliehen bekommen. Der beliebte Musikpreis wird am kommenden Sonntag in Berlin übergeben. Landrat Henrik Reichen begrüßte die Gäste mit einem kleinen geschichtlichen Rückblick und rief die Protestaktion Eine Mark für Espenhain in Erinnerung. In einem Umweltseminar in Rötha kamen Menschen zusammen, die die katastrophalen Verhältnisse rund um den Braunkohletagebau in Espenhain im Leipziger Südraum nicht mehr hinnehmen wollten. Der damalige Röther Pfarrer und späterer Regierungspräsident Walter Christian Steinbach initiierte mit einer Spendenaktion für Luftfilteranlagen eine Unterschriftensammlung, die damals sonst nie möglich gewesen und toleriert worden wäre. Da ein Obolus von einer Mark reichte, um sich eine Spende quittieren zu lassen, kamen so recht schnell zahlreiche Unterschriften zusammen. Henrik Reichen betonte zudem die Rolle der Kirche während der Friedlichen Revolution. Sie gab den Menschen Räume, wie eben auch mit dem Umweltseminar in Rötha, in denen sie geschützt ihre Gedanken ausdrücken konnten. Die Aufgabe der Gegenwart und Zukunft sieht Greichen darin, für die Demokratie zu streiten. Wir müssen uns für die Demokratie einsetzen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Denn die Demokratie ist Voraussetzung dafür, dass sich die Wirtschaft frei entwickeln kann, sodass wir soziale Standards aufrechterhalten können. Und die Demokratie ist der höchste Garant dafür, dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Zum Festkonzert des Landkreises ist in jedem Jahr auch eine Persönlichkeit eingeladen, die mit einer Rede auf die Zeit während und nach der Friedlichen Revolution zurückblickt. Der Festredner in diesem Jahr war Dr. Jochen Kinder, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirks Leipziger Land. Für Kinder, der in Nordrhein-Westfalen geboren wurde und aufwuchs, begann der berufliche und private Lebensweg im Osten Deutschlands mit einem Studium in Halle. Den Gästen des Festkonzerts gab er die folgenden Worte mit auf den Weg. Sie haben andere persönliche Geschichten und Lebenswege. Manche haben auf dem Weg der 33 Jahre Deutsche Einheit auch sehr schmerzliche Erfahrungen machen müssen. Wir spüren immer mehr, wie wichtig es ist, dass unsere Geschichten gesehen und erzählt werden, dass es Anerkennung für all das gibt, was unser Leben ausgemacht hat in Ost und West. Da ist in den letzten Jahren viel Bewegung hineingekommen und das ist gut so. Das brauchen wir noch mehr. Erzählen Sie Ihre Geschichten, auch die mit den Schattenseiten der Deutschen Einheit. Er ist dennoch überzeugt davon, dass wir am 3. Oktober alle miteinander Grund zum Feiern haben. Wir feiern nicht nur die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung, sondern Einigkeit, Recht und Freiheit. Im Oktober war für Grimmer, Bad Lausick, Colditz, Otterwisch und Partenstein der Austausch sämtlicher zweirädriger Restabfallbehälter geplant. Aufgrund schwerwiegender Vandalismusschäden an den Fahrzeugen des Dienstleisters, der den Austausch für die Kell GmbH übernimmt, müssen die ursprünglich angekündigten Termine für den Tonnenaustausch verschoben werden. Sobald die neuen Termine festgelegt sind, informiert die Kell umgehend auf ihrer Website www.kell-gmbh.de. Am 4. Oktober beginnen an der S38 bei Pösig die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung. Auf einer Länge von rund 320 Metern wird die Asphaltdeckschicht vollständig sowie in Teilbereichen die Asphaltbindeschicht erneuert. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Mitte Oktober geplant. Umleitungen sind ausgeschildert. Während der Bauzeit ist die S38 vollgesperrt. Die Umleitung in Richtung Grimma erfolgt von der S38 zur A14 Anschlussstelle Mutschen in Richtung Leipzig bis zur Anschlussstelle Grimma sowie weiter auf der B107 nach Grimma. In der Gegenrichtung wird der Verkehr analog umgeleitet.
Die Baukosten für dieses Vorhaben belaufen sich laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf rund 80.000 Euro. Jubiläum für das Kino in Grimma. Das Lichtspieltheater wurde am 4. Oktober 110 Jahre alt. Mit seiner Gründung im Jahr 1913 zählt es zu einem der ältesten Kinos in Sachsen. Das Zentraltheater begeisterte schon den Leinwandhelden Ulrich Mühe, der an der Mulde aufgewachsen ist. Mit seinen zwei Sälen bietet es Platz für insgesamt 176 Personen und zeigt auch heute noch aktuelle Filme, auch in 3D-Technik. Am Vormittag des 5. Oktober endete das Arbeitsjahr für den wohl fleißigsten Grimmer Handwerker. Für die Figur des Scherenschleifers bedeutete das Umzug ins Winterquartier. Die Drehleiter der Feuerwehr schwenkte zu Grimmers beliebtesten Blechkameraden und ein Mitarbeiter des Bauhofes befestigte die Figur am Schlupf. Behutsam schwebte diese Richtung Ladfläche des Transporters. Darauf abgestellt und gut befestigt, ging es ab ins Winterquartier. Bis zum Frühjahr wird der Scherenschleifer dort wieder auf Vordermann gebracht. Die Enten auf dem Teich beobachteten seelenruhig das Treiben. Ihr in diesem Jahr frisch saniertes Entenhäuschen bleibt über Winter auf dem Schwanenteich. Stimme an! Landesweites Kindersingprojekt startet. Die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch startete am 27. September gemeinsam mit dem Verband Deutsche Musikschulen, Landesverband Sachsen e.V. das landesweite Kindersingenprojekt Stimme an. Insgesamt nehmen mehr als 1500 Kinder und Jugendliche an dem Projekt teil. 20 Musikschulen aus ganz Sachsen, die durch den Freistaat gefördert werden, sind mit 38 Teilprojekten dabei. Der Landesverband Sachsen und das Sächsische Staatsministerium für Kultur und Tourismus konnten für das Projekt prominente Singpaten gewinnen, die im Musikleben Sachsens fest verwurzelt sind. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Stefanie Hertel, Gerhard Schöne, dem Thomaner Chor, Heinz Rudolf Kunze, dem Dresdner Kreuzchor und vielen weiteren. Kinder und Jugendliche haben im Projekt Stimme an die große Chance, ihre Stimmen zu entdecken, zu nutzen und vor allem gemeinschaftlich erklingen zu lassen. Und das an ganz vielen Orten in Sachsen, in großen Städten, genauso wie in kleinen Gemeinden und in ländlichen Regionen, sagt Christine Haas, zweite Vorsitzende des Verbandes Deutsche Musikschulen, Landesverband Sachsen e.V. Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus fördert das Projekt mit insgesamt 550.000 Euro. Das Projekt ist eine Maßnahme von vielen anderen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, die jährlich mit weiteren etwa 2 Millionen Euro vom Ministerium unterstützt werden. Die Abschlussveranstaltung von Stimme an wird am Sonnabend, dem 1. Juni 2024 in Dresden als gemeinsames Konzert aller teilnehmenden Musikschulen stattfinden. Fotos für den Wurzenkalender 2024 gesucht. Die Stadt Wurzen sucht für den Wurzener Kalender Dein Wurzen 2024 Ihr Foto, Ihren Blick auf Wurzen. Fotografieren Sie Ihre Lieblingsansicht von Wurzen oder schicken Sie einen tollen Schnappschuss einer Wurzener Sehenswürdigkeit. Voraussetzung: Das Foto sollte im Querformat sein, eine gute Bildqualität aufweisen und eindeutig mit Wurzen in Verbindung gebracht werden können. Es dürfen keine Personen ohne deren Zustimmung auf dem Bild zu sehen sein. Die Bildrechte gehen an die Touristinformation Wurzen zur kostenfreien Verwendung über. Laden Sie Ihr Foto bis spätestens 15. Oktober hoch auf der Webseite der Stadt Wurzen. Anschließend werden die 12 schönsten Motive ausgewählt. Ihr Bild wird dann mit Ihrem Namen im Kalender 2024 abgedruckt. Dieser erscheint zum nächsten Nachtshopping am 3. November und wird in der Touristinformation Wurzen erhältlich sein. Harte bayerische Nuss erfolgreich geknackt. Mit dem ersten Auswärtssieg und 2 Punkten im Gepäck kehren die ESA Grimma Volleys am späten Sonntagabend nach 5 kräftezehrenden Sätzen aus Dingolfing zurück. Das Team von Roche Monari machte im ersten Satz gleich mächtig Dampf und konnte in der Dingolfinger Sporthalle Höll Ost die Führung übernehmen, welche bis zum Satzende in einem engen Kopf-an-Kopf-Satz endete, welchen Grimma 25:22 gewinnen konnte. Die Gastgeberinnen vom TV Dingolfing übernahmen im zweiten Satz das Zepter und retteten diesen mit 25:23 für sich. Auch der dritte Satz war an Spannung und Brisanz nicht zu überbieten, bis die Dingos die Gunst der Stunde nutzten, diesen spannenden und nervenaufreibenden Satz nach weiteren 3 Satzbällen mit 31:29 zu gewinnen. Im vierten Satz glichen die ESA Grimma Volleys nach Sätzen 2:2 aus, als sie diesen mit 25:23 clever gewannen. Eine alte Volleyball-Weisheit besagt, wer den vierten Satz gewinnt, gewinnt auch den Tiebreak. Und das Glück war auch am alles entscheidenden Satz auf der Seite von Grimma.
Ein 2-Punkte-Vorsprung wurde schnell erspielt und zur Freude aller Grimmer in der Halle und zu Hause am Videolivestream mit 15:13 zum Matchsieg gebracht. Nach 2 Tagen trainingsfrei starteten die Mädels von Coach Munari am vergangenen Mittwoch in die Vorbereitungen zum nächsten Spiel, das jetzt am Sonntag, dem 8. Oktober, zu Schwarz-Weiß Erfurt zum Endspiel um den Regionalpokal in die thüringische Hauptstadt führt. Unsere Kunden fragen uns immer wieder, wie lässt sich das Sehen mit Gleitsichtbrille nochmal verbessern? Wir zeigen es Ihnen gerne. Unser Partner Rodenstock hat erkannt, dass man Menschen individuell betrachten muss, wenn man schärfstes Sehen ermöglichen will. Weil jedes Auge einzigartig ist. Herkömmliche Gleitsichtgläser basieren aber auf einem Standardaugenmodell, das nur auf 2% aller Augen weltweit zutrifft. Deshalb bekommen Sie bei uns keine Standardlösung, sondern eine Gleitsichtbrille, die präzise zu Ihren Augen passt. Möglich wird das durch biometrisch exakte Gleitsichtgläser, Big Exact von Rodenstock. Und durch unsere Expertenberatung. Sie fragen sich, was es für schärfstes Sehen braucht? Wir haben die Antwort. Höchste biometrische Präzision. Wir betrachten Ihre Augen individuell und erfassen alle biometrischen Schlüsselparameter. Wie die Augenlänge, die Brechkraft der Hornhaut, die Vorderkammertiefe, Pupillengröße sowie die Position und Form der Linse. So entsteht ein exaktes biometrisches Augenmodell. Die Daten fließen direkt in die Brillenglasproduktion ein und die Gläser werden so berechnet, dass sie auf den Mikrometer genau ihrem biometrischen Augenprofil entsprechen. Das Ergebnis? Big Exact. Mit unserem Know-how für biometrisches Sehen und Big Exact können auch Sie schärfste Sicht bei jedem Blick genießen. Aus jedem Winkel, in jeder Entfernung und bei allen Lichtbedingungen. Fragen Sie uns nach Big Exact. Für unsere technische Ausstattung und unser Know-how auf höchstem Niveau wurden wir von Rodenstock als Experte für biometrische Gleitsichtgläser ausgezeichnet. Besuchen Sie uns in unserem Geschäft und genießen Sie unsere Expertenberatung. Wir beantworten alle Ihre Fragen in angenehmer Atmosphäre. Machen Sie jetzt einen Termin. Wir freuen uns auf Sie. Egal ob Muldentalhalle Grimma, Arena Leipzig oder Waldbühne Berlin. In unserer Eventim-Vorverkaufsstelle im Studio von Muldental TV können Sie Karten für alle bundesweiten Veranstaltungen kaufen. Von Rockkonzert bis Oper, von Musical bis Festival, von nationalen bis hin zu internationalen Stars. Da bleiben keine Wünsche offen. Wir beraten Sie gern in unserem Studio Lange Straße 3 in Grimma und suchen Ihnen die besten Plätze für Ihre Wunschveranstaltung. Die neuen Medien sind aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Um mit den Bürgern auch auf anderen Wegen ins Gespräch zu kommen und um diese noch mehr einzubeziehen, stellt sich Nauenhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad jeden zweiten Dienstag im Monat 18 Uhr in der Online-Bürgersprechstunde den Fragen der Zuschauer. Zu sehen live auf Facebook oder im Nachgang auf www.muldentaltv.de oder auf YouTube. Schicken Sie uns Ihre Frage gerne im Vorfeld an bürgerdialog@muldental.tv. Die Antwort gibt es in der Sprechstunde. Herbstzeit ist Gartenzeit. Da wird es auch Zeit, mal den Kompost zu überarbeiten. Die Kell in Gaschwitz hat da eine Kompost-Dankeschön-Aktion ins Leben gerufen, um sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Abfallentsorgung zu bedanken. Am Nachmittag des 28. September fand auf dem Wertstoffhof der Kell Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH in Gaschwitz die Auftaktveranstaltung Kompost-Dankeschön-Aktion statt. Damit wollen sich die kommunalen Abfallentsorger für die gute Abfalltrennung der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und der Stadt Leipzig bedanken. Von beiden wird ja seit 2020 die Biotonne fleißig gefüttert. Und unser Ansinnen war es, den Bürgern etwas zurückzugeben, zu danken für die saubere Trennung, die wir feststellen müssen. Aber auch zu sehen, dass das, was
für den augenscheinlichen Moment Kompost und Abfall ist, eigentlich ein Rohstoff ist und der Rohstoff gut wieder zurückgeführt werden kann. Jeder Kleingärtner weiß das, dass aus Bioabfällen wieder Rohstoffe werden können. Und das wollen wir heute einfach nochmal zeigen mit der Aktion und dafür werben, A, vielleicht noch die eine oder andere Biotonne mehr einzusetzen, weil es ein gutes und bequemes System ist. Und B, natürlich weiter darauf zu achten, dass getrennt werden muss. Denn jeder Plastik, der im Bioabfall liegt, der dann am Ende auch wieder in so einer Tüte drin ist. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres und solange der Vorrat reicht, haben die Einwohner des Landkreises Leipzig die Gelegenheit, an den 10 Wertstoffhöfen der KELL GmbH ein kostenloses Probeexemplar in Form eines 20-Liter-Sackes unser Kompost zu erhalten. Über die vorbildliche Abfalltrennung bei den Nutzern der Bioabfalltonne freut sich auch Jens Meisner, Geschäftsführer KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH. Wir haben also oder können mit Freude mitteilen, dass der Bioabfall, den wir bei den Kunden, bei den Bürgern einsammeln, von sehr guter Qualität ist und eigentlich auch nur geringfügig verschmutzt ist. Dennoch ist es so, dass jeder Kunststoffbeutel, jedes Glas, was noch im Bioabfall landet, am Ende aufwendig heraussortiert werden muss. Und wir wollen uns auf der einen Seite natürlich, wie gesagt, dafür bedanken und auf der anderen Seite wollen wir animieren, weiter den Bioabfall so sauber wie möglich uns zu überlassen, weil wir am Ende alle was davon haben. Aus dem Bioabfall wird zum einen Energie erzeugt, dort ist der Kunststoff jetzt nicht das Problem, aber im Nachgang geht der Kompost auf die Bergbaufolgelandschaftsflächen und dann wollen wir natürlich alle unsere Erde auch so gut schützen, wie es nur möglich ist. Kompostiert und in Biogas umgewandelt werden die Bioabfälle in der Kompost- und Energieanlage KEA, erfahren die Interessierten vor Ort. Anlagenbetreiber ist im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft MbH. Folglich liegt diese Dankeschön-Aktion auch auf breiten Schultern. Diese Veranstaltung führen wir ja gemeinsam mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen und der Stadt Leipzig durch. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen betreibt die Anlagen über seine Tochtergesellschaft, die WEV. Und wir haben das hier heute am Wertstoffhof in Markleberg gemacht, um die Bürger des Landkreises zu erreichen. Und ich denke, morgen wird in der Stadt Leipzig eine ähnliche Aktion stattfinden, die sich dann an die Bürger der Stadt Leipzig richtet. Außerdem beteiligen sich die KELL GmbH und die ZAW aktiv an der sachsenweiten Kampagne Bio ohne Plaster. Damit wollen sie gemeinsam mit anderen sächsischen Abfallwirtschaften das Bewusstsein für eine saubere Abfalltrennung, insbesondere für sortenreinen Bioabfall, stärken. In Grimma gab es zuletzt das Projekt der Grimmaer Hobbyschmiede. Dort wurden leerstehende Räumlichkeiten mit Leben gefüllt. Ein Projekt davon war die Pop-up-Kneipe. Verschiedene Kneipenabende gab es dort zu erleben und jetzt zum Abschluss des Projektes. Am 29. September gab es dort nochmal einen richtigen Höhepunkt. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Dachdecker und Bauklempner Heine. Unsere Dächer machen glücklich. Die Grimmaer Hobbyschmiede endete mit einem Paukenschlag. Oder besser gesagt, mit einer großen Party. Zur Flötzinger Party wurde in die Pop-up-Kneipe, dem Sonnendeck im ehemaligen Sonnenstudio in der Langen Straße, geladen. Und die Offerte wurde gut angenommen. Im Rahmen des Innenstadtwettbewerbes Ab in die Mitte belegte die Stadt Grimma einen mit 20.000 Euro dotierten zweiten Platz. Das Konzept sah vor, leerstehende Geschäfte anzumieten und kreativ zu nutzen. Dies wurde in den vergangenen Monaten erfolgreich umgesetzt. Vor allem die Idee der Pop-up-Kneipe sorgte für viel Bewegung in der Grimmaer Innenstadt. Neben weiteren Angeboten zog vor allem diese Nutzung der leeren Räumlichkeit Menschen in die Stadt. Diese Idee stammt von einer engagierten Herrenrunde, die sich für den Sommer eine besondere Aufgabe herausgesucht hat. In Eigenregie und Eigenleistung wurde gewerkelt und gebastelt, geordert und geplant und geprobt. Aller guten Dinge sind drei. Und so wurde am dritten Abend dieser Kneipenreihe ein ganz besonderes Programm geboten. Zur Flötzinger Party in Anlehnung an die Kultfilme der Eberhofer Krimis wurde dem Sonnenstudio ein ganz besonderes Gewand verpasst. Passend dazu überwachte der Eberhofer höchstpersönlich das gesamte Geschehen hinter der Bar. Mit von der Partie natürlich auch der Flötzinger, der dorfeigene Gas- und Heizungspfuscher, auch bekannt für seine einmaligen Flirt-Tipps und musikalischen Einlagen. Bei eben diesen konnte er auch nicht mehr stillstehen, wenn auch der Ruhm anderen gebührt. Eine in Grimma aufsteigende Boyband, die schon bei einigen Veranstaltungen für Furore gesorgt hat, übernahm das musikalische Programm. Die Grimmaer Schmerzbuben sorgten für viel Unterhaltung und auch einen Grund zum Trinken.
Passend zur Flötzinger Party wurde namentlich gleiches Bier direkt aus dem Brauort Rosenheim angeliefert und für den guten Zweck verzehrt. Der Lions Club Grimma sammelte gemeinsam mit der Stadt Grimma sowie der Freien Wählergemeinschaft an allen Abenden dieser Kneipenrunde für den guten Zweck. Da packte auch der Oberbürgermeister, der an diesem Abend seinen Amtssitz in den Spielort der Filme verlegte, als fleißige Spülkraft mit an. Für die Fahrradausbildung an Grundschulen wurde gesammelt. Mit den Einnahmen soll ein Verkehrsübungsplatz am Teletabiland ertüchtigt werden. Kurz vor 24 Uhr waren bereits 8 Fässer leer. Gastwirte, Musiker und Spülkraft blieben aber weiterhin gut gelaunt und motiviert bei der Arbeit. In meinen Mauern war ich einst zu Hause, Albany, Schloss meine Väter. Nicht nur innerhalb des Sonnendecks wurde musikalisch performt, auch außerhalb gaben die Stars ihr Bestes. Mit freundlicher und tänzerischer Unterstützung des Muldental-Faschingsclubs. Hast du noch immer nicht kapiert, dass mich gar nicht interessiert, wenn du auch nur ein Wort verlierst? Denn was du redest, hörst nur du. Und ich mach die Augen zu. Und ich träume, du wirst nicht da. Und dieser Traum ist wunderbar, denn ich weiß, Träume werden wahr. Ich hab die Ein Abend, der in Erinnerung bleibt und dessen Ermöglichung eine Fortführung wünscht. Innenstadtkoordinator Julius Görner zieht ein positives Fazit für die Grimmer Hobbyschmiede. Der Kontakt zu den Mitwirkenden lief gut, was wiederum zeigt, dass der Bedarf, sich mit Ideen und Projekten anzusiedeln und die Innenstadt zu beleben, da ist. Durch eine weitere Fördermöglichkeit im Rahmen des Vitalen Trios soll auch im kommenden Jahr die Möglichkeit bestehen, leerstehende Räumlichkeiten für Ideen und Projekte mit dem Ziel einer langfristigen Nachnutzung zu mieten. Die Grimmer Schmerzbuben sind schon jetzt dafür bereit, wieder für Stimmung in der Altstadt zu sorgen, geben ihr Können bis dahin, aber auch bei weiteren Festivitäten zum Besten. In Wurzen gibt es einen Kinderstadtplan. Dieser wurde vom DRK Muldental gemeinsam mit den Kindern der Stadt entwickelt. Und somit können die Kinder die Stadt auf ihre Weise entdecken. Seit kurzem gibt es den Kinderstadtplan von Wurzen. Eine Orientierungshilfe für die kleinen Besucher der Stadt und die Lieblingsorte kindgerecht in einen Stadtplan verpackt, der sowohl Ehrenamt, Vereinswesen als auch Anlaufstellen für Familien vereint. Diese Idee hatte Isabel Brüggemann vom DRK im Muldental. Und zwar haben wir einen Kinderstadtplan Wurzen vom DRK Muldental erstellt, mit dem Hintergrund, nach Corona wieder Orte des Ehrenamts für Familien und Kinder zugänglich zu machen und eben auch daran verknüpft noch Freizeitmöglichkeiten mit aufzuzeigen, zu schauen, okay, für welches Alter ist vielleicht was geeignet, wo kann man hingehen, was sind Orte, die man auch kostenfrei nutzen kann, wo einfach das Gemeindeleben wieder mehr gestärkt wird, wo Menschen aktiv werden können, wo sie sich engagieren können, wo sie dabei sein können. Und das natürlich auch nach Corona wieder zu beleben. Entstanden ist der Kinderstadtplan gemeinsam mit den Kindern. In kleineren Erkundungstouren wurden wichtige Stellen ausfindig gemacht und in den Plan übernommen. Wichtig dabei, alles ist kindgerecht gekennzeichnet. Lesen muss man dazu nicht unbedingt können. Stattdessen führen wiedererkennbare Symbole, kreativ gezeichnet von der Künstlerin Paulina Dornblut, zu den Lieblingsorten der Kinder. Im Kinderstadtplan findet man verschiedene Orte, nämlich so gestaltet, dass auch Kinder sie finden können. Hier vorne auf der Vorderseite sieht man vor allen Dingen ganz viele Bebilderungen. Das haben wir gemeinsam mit dem Kindergarten Kinderland Sonnenschein, der DRK erstellt. Bebilderungen, wo sie auch wissen, okay, wenn ich dahin gehe, da finde ich einen Spielplatz. Wenn ich dahin gehe, da ist ein Sportplatz. Dort finde ich vielleicht eine Schaukel, da finde ich vielleicht Tiere. Dort kann ich hingehen und mir Hilfe holen. Da ist ein Krankenhaus, da weiß ich ganz genau, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich einen Notfall habe, da kann ich dorthin gehen. Und alles so gestaltet, dass man es auch erkennt und lesen kann, ohne dass man lesen kann. Bei den Kleinen kommt die Idee gut an. Rosalie zum Beispiel kennt den Kinderstadtplan schon sehr gut und hat auch schon ihre Eltern mit Hilfe des Stadtplans durch Wurzen geführt. Ich kenne den Kinderstadtplan aus meiner Schule, den haben wir bekommen und ich finde
schön, dass die Symbole auch die Kinder verstehen. Kannst du das mal zeigen da am Kinderstadtplan? Ich habe die von über die B6 in die Stadt, Innenstadt geführt und dann wieder nach Hause, nach uns zu Lübtel. Und was war euer Ziel? Wo seid ihr als erstes in der Innenstadt hingegangen? Seid ihr dann nach den Symbolen gegangen oder nach Orten? Wir sind zuerst auf den Marktplatz gegangen. Ah ja. Die Rückseite des Planes richtet sich überwiegend an die Eltern. Hier finden sich wichtige Informationen zu Vereinen und Freizeitobjekten in Wurzen. Aber auch Verkehrszeichen und deren Bedeutung sind abgebildet. Die Resonanz war sehr gut. Wir haben das letztes Jahr im Dezember gestartet. Da ist der Kinderstadtplan rausgekommen. Da sind wir gestartet mit Grundschulen und Kitas zu einer Stadtrallye und haben den vorgestellt, haben den mitgegeben und haben als kleines Weihnachtsgeschenk an alle Schulen und Kindertagesstätten diesen Kinderstadtplan ausgehändigt. Und haben jetzt verschiedene Kinderstadtrallyes durchgeführt dazu und werden das auch noch weiter tun, auch um unser Jugendrotkreuz vorzustellen. Das wird unsere nächste Stadtrallye sein, um unser Jugendrotkreuz mal vorzustellen. Und wie kommt man denn da eigentlich dorthin? Unterstützt wurde die Idee vom WOS-Projekt Weltoffenes Sachsen und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Eine Erweiterung auf den Landkreis ist dabei übrigens auch schon angedacht. Es ist auch geplant, das zu erweitern, natürlich auch fürs Wurzener Land, das auszuweiten, auch weitere Ortschaften mit reinzunehmen, denn nicht nur Wurzen, die Stadt hat was zu bieten, sondern natürlich auch das Wurzener Umland, vor allen Dingen auch für Familien, fürs Engagement, fürs Ehrenamt, ist dort überall was zu finden und das wollen wir natürlich auch sichtbar machen. Aktuell findet man den Touristenzentrum, man findet den aber auch online und die nächste Planung ist natürlich, den Kinderstadtplan auch weiterhin in der Stadt präsent zu halten und quasi kleine Bilder zu finden, okay, hier ist ein Teil vom Kinderstadtplan und da finde ich den. Ansonsten sind den in den Einrichtungen, bekommt man auch vor allen Dingen zu Veranstaltungen. Aber auch der Kinderstadtplan in Wurzen wird natürlich weiter gepflegt und aktualisiert. Mithelfen kann dabei jeder. Über einen QR-Code auf der Rückseite können Anmerkungen hinterlassen, eventuelle Fehler gemeldet oder auch neue Orte zum Eintragen vorgeschlagen werden. In Altenhain, dem Ortsteil der Stadt Trebsen, wurde zuletzt Jubiläum gefeiert, sogar mehrere. Zum einen feierte die Feuerwehr ihr Jubiläum und zum anderen ging es um 20 Jahre Notfallseelsorge. Der Sportplatz von Altenhain war am 23. September der Treffpunkt der Altenhainer. Hier ging es nach den heißen Tagen der Vergangenheit in herbstlicher Kühle ab 10 Uhr los. 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 20 Jahre Notfallseelsorge galt es zu würdigen. Nach und nach kamen die Kameradinnen und Kameraden der benachbarten Wehren mit ihren Löschfahrzeugen auf den Sportplatz von Altenhain an. Und diesmal nicht zu übersehen, die lila Uniformen der Notfallseelsorge. Die Drohne wurde einsatzklar gemacht und die Fahrzeuge der Wehren waren weit geöffnet und zeigten den Interessierten ihre technischen Schätze. Mittlerweile hat sich der Fahrzeugbestand fast zum zweiten Mal erneuert. Folgerichtig ist man auch in Trebsen den Weg gegangen, geländetaugliche Löschfahrzeuge einzusetzen, um den Forderungen der Zeit Rechnung zu tragen. In seiner Ansprache ging der Wehrleiter nicht nur auf den Gründer der Wehr, Karl Gebert, ein, sondern auch auf das schwere Jahr 1944. Hier war Altenhain Ziel von Luftangriffen der alliierten Bomberflotte, die die Munitionsfabrik im Wald von Altenhain treffen wollten. Getroffen haben sie den Ort. Am 20. Februar 1944 brannte es an 10 Stellen gleichzeitig durch abgeworfene Brandbomben. Scheunen, Stallungen und Wohnhäuser standen in Flammen. Klirrender Frost und eisige Kälte behinderten die Löscharbeiten. Auch Trebsens Bürgermeister Stefan Müller würdigte das Engagement der Feuerwehr. Natürlich brauchen wir die Feuerwehr in gewissen Notsituationen und sind dann beruhigt, dass sie da sind. Aber wie viel Zeit es braucht, um sich auf solche Einsätze optimal vorzubereiten, die Kameradinnen und Kameraden zu schulen, die Technik entsprechend zu warten, das habe ich vorher wirklich nicht ermessen können. Und ich glaube, das kann auch der Normalbürger, der nichts mit Feuerwehr zu tun hat, der kann das auch nicht ermessen. Also für diese viele Zeit, die die Kameradinnen und Kameraden hier opfern, zum Wohle der Allgemeinheit, dafür ein ganz großes Dankeschön.
Und Henrik Reichen, Landrat des Landkreises Leipzig, blickte gleich weiter in die Zukunft. Aber das ist es noch nicht bei weitem. Das Thema der Jugendfeuerwehr ist angesprochen worden. Die Nachwuchsarbeit und die Bildung und auch ein Stück weit Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die den Weg zur Feuerwehr finden und zunächst so ein bisschen mit Spiel und Spaß an den Dienst geführt werden, ist eine wichtige feuerwehrtechnische Aufgabe, ist aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn viele Kinder und Jugendlichen nehmen aus ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr unheimlich viel für ihr Leben mit. Die Dynamik kam dann mit Tobias Jahn, dem geistlichen Leiter der Diakonie Leipziger Land. Einer von denen, der die Uniform der Notfallseelsorger trägt. Er ging auf die Entwicklung der Notfallseelsorge in unserer Region ein. Und nun waren die Helfer der Seele in ihrer lila Kleidung nicht mehr zu übersehen und standen einmal zurecht im Mittelpunkt des Geschehens. Denn sonst sind die Helfer der Notfallseelsorge eher am Rand, da wo die Betroffenen oder die Opfer sind, um zuzuhören und Beistand zu leisten. Zwei Notfallseelsorger erhielten für 20 Jahre Dienst am nächsten eine goldene Plakette, überreicht von Landrat Henrik Reichen, dem diese Auszeichnung offensichtlich auch persönlich wichtig war. Blumen und Urkunden folgten von den Offiziellen der Stadt Triebsen. Drei weitere Notfallseelsorger können auf 10 Jahre ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zurückblicken und wurden dafür mit einer silbernen Plakette und Urkunde bedacht. 120 Jahre Feuerwehr heißt auch 120 Jahre Entwicklung einer Gemeinde und das Hervorbringen neuer, den Aufgaben der Zeit angepasster Dienste. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super-8-Kassetten, einfach bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Nun sind sich Hertha und Karl einig. Es ist Zeit für einen neuen Bodenbelag im Wohnzimmer. Und für neue Gardinen. Also ist es Zeit für einen Anruf bei TTM. Das Ehepaar einigt sich mit der freundlichen Beraterin Antje von TTM auf einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Da sind wir, das TTM-Team. Frau Wunder, Erik Lesser, darf mal reinkommen. TTM bietet einfach alles rund um Boden, Wand und Fenster. Und auf Wunsch auch den kompletten Heimservice. Anruf genügt und TTM kommt. Von der Auswahl über das Aufmaß bis zur kompletten Montage und dem Verlegeservice. TTM steht Ihnen zur Seite. Nähen, dekorieren und verlegen. Alles mit drin. Und TTM ist stolz, ab sofort einen Unterstützer in seinen Reihen zu haben, der als Doppelweltmeister im Biathlon und fairer Sportsmann sein Leben lang für Werte einsteht, die sich auch TTM auf die Fahnen geschrieben hat. Mit Herzblut bei der Sache. Ganz oder gar nicht.
zielsicher und mit ruhiger Hand. Immer mit Fair Play und der richtigen Bodenhaftung. Das können die Mitarbeitenden von TTM. Und bieten alles für ein schönes Zuhause. Und das immer mit einem Lächeln. Ihr Erik Lesser. Für ein schönes Zuhause, TTM. Den sportlichen Abschluss für unsere Sendung in dieser Woche bringt der Kolditzer Stundenlauf. Dieser fand wieder traditionell am 3. Oktober statt und es wurden wieder Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Muldental, ein starker Partner der Menschen und Unternehmen in unserer Region. Der Goldene Oktober lieferte die perfekten Rahmenbedingungen für den Kolditzer Stundenlauf. Seit mehr als 10 Jahren ist das Event eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Mulde-Stadt. Am Vormittag des 3. Oktober füllte sich das Muldental-Stadion. An der Anmeldung konnten sich die Läuferinnen und Läufer registrieren lassen. Bevor es auf die Laufstrecke ging, gab es für die Läuferinnen und Läufer die Erwärmung mit Sissi. Und auch Sandy, die 15. Kolditzer Birkenkönigin, war am Start, allerdings im AWO-Gespann. Gemeinsam absolvierte sie mit dem Tross eine Warm-up-Runde. Und während das Feld über die Laufbahn defilierte, bereiteten sich die Schützen der Schützengesellschaft zu Kolditz 1516 e.V. auf den Start vor. Pünktlich 11 Uhr gaben Ronny Gritz vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. und die Schützen der Schützengesellschaft zu Kolditz 1560 e.V. gemeinsam den Startschuss. 3, 2, 1. Und damit ist der Stundenlauf eröffnet und los geht's hier. Am Stundenlauf teilnehmen konnte, wie immer jeder, der Spaß an der Bewegung hat und mit seinem Start Kinder- und Jugendprojekte in Kolditz unterstützen möchte. Alle Formen des Laufens waren möglich. Egal ob Marathonläufer, Kinderwagenschieber oder Nordic Walker. Altersbeschränkungen gab und gibt es nicht. Der älteste Starter ist 85 Jahre alt. Die jüngsten lagen im Kinderwagen. Über 150 Läuferinnen und Läufer starteten in 54 Teams und sammelten so viele Runden wie möglich. Welche Projekte es am Ende sein werden, hängt von der erlaufenden Summe ab und den Anfragen, sagte Ronny Kritz. Runde um Runde absolvierte das Starterfeld und sammelte läuferisch so viel Geld wie möglich. Pro erlaufende Runde gab es einen Stempel und für diesen spendierten regionale Unternehmen 50 Cent für soziale Projekte in der Stadt Kolditz. Die Helfer hatten beim Stempeln alle Hände voll zu tun. Dabei ging es auch schon mal hoch hinaus. Während die Veolia die durstigen Läufer versorgte, kümmerte sich DJ Kai um die passende Laufmucke. Wunschmusik inklusive natürlich. Punkt 12 Uhr endete der Kolditzer Stundenlauf mit dem Signal, die angefangene Runde zu beenden. Im Ziel gab es eine Erinnerungsmedaille für die jüngsten Läuferinnen und Läufer. Dann begann die Auswertung der erlaufenden Teamrunden. Insgesamt 2656 Runden wurden letztlich ausgezählt. Somit können über 1.328 Euro an Spendengeldern, die von Sponsoren zugesichert wurden, einem guten Zweck zugeführt werden. Welche Projekte der Kolditzer Kinder- und Jugendarbeit damit unterstützt werden, wird wie immer zum Kolditzer Birkenfest bekannt gegeben. Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die Sparkasse Muldental. Wie Sie sich auch die Zukunft ausmalen, Ihre Sparkasse hilft Ihnen, sie zu gestalten. Auch die Fußballer vom SV Groß-Bardau befinden sich schon wieder inmitten ihrer Saison. Wir haben sie zuletzt zu einem Heimspiel besucht. Am 6. Punktspieltag der Kreisliga A Staffel Ost empfingen die Herren des SV Groß-Bardau die Mannschaft des HFC Kolditz II. Der Gastgeber, welcher mit 2 bisherigen Siegen und 3 Niederlagen in der noch jungen Saison Tabellenplatz 7 sein eigen nannte, stand Kolditz der Tabellenneunte der aktuellen Tabelle gegenüber. Die 50 Zuschauer auf dem Lothar-Nietzsche-Sportplatz sahen ein eher mäßiges Spiel, welches im Anfangsbereich auf echte Torraumszenen vergeblich wartete. So spielte sich das Geschehen eher zwischen den Strafräumen ab. Erst nach einem Foulspiel an dem Kolditzer Hannes Heide sollte sich am Spielstand etwas ändern. Heide selbst führte den Freistoß aus und versenkte aus gut 20 Metern das Leder unhaltbar für Großbardaus Schlussmann Max Hein im Eck. Der bis dato Tabellenneunte führte nun in diesem Spiel mit 1:0. Und sie hätten noch vor dem Halbzeitpfiff einen drauflegen können, doch scheiterte Patrick Bär an Schlussmann Hein.
Der zweite Spielabschnitt begann für den zurückliegenden Gastgeber etwas verheißungsvoller, doch fehlte ihnen das Quäntchen Glück beim Abschluss. Trotz der Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, geriet das Heimteam dann weiter in die Hinterhand. Erneut ist es Hannes Heide, welcher das Runde erfolgreich im Eckigen unterbringen kann. Auch die nächsten Chancen gingen auf den Gast, doch weder Benedikts noch Bär können weiter erhöhen. Großbaudau findet allmählich ins Spiel zurück und hat besonders bei Standards die besten Möglichkeiten, doch erst Patrick Feibel sollte im Alleingang der Anschlusstreffer gelingen. Nur 2 Minuten später hätte der Ausgleich fallen können, doch scheitert Lukas Kunert an Sebastian Frenzel. Die Vorentscheidung sollte dann auf der anderen Seite fallen. Doch bevor diese fallen sollte, scheiterte nochmals Bär an Hain. Den bereits erwähnten Schlusspunkt setzte dann der Kolditzer Roman Dietrich. 8 Minuten vor dem Ertönen des Schlusspfiffes rutscht Dietrichs Schuss Schlussmann Max Hain durch die Arme. Mit 1:3 haben die Großbardauer gegen den HFC Kolditz 2 an diesem Spieltag das Nachsehen. Nur 2 Tage nach dem 6. Spieltag müssen beide Mannschaften erneut ein Punktspiel bestreiten. Der SV Großbardau gewinnt dieses bei SV Belgersheim mit 5:1 und die Kolditzer bezwingen im Heimspiel den SV Grün-Weiß Niederstrieges mit 3:1. Auch sportlich haben wir heute so einiges im Programm. Wir haben unter anderem die Landesmeisterschaften im Rudern in Eilenburg besucht. Dort gab es unter anderem auch Wurzner Beteiligung, denn dort treten die Verbände aus Sachsen und aus Thüringen an. Eine Veranstaltung der Superlative wurde in Eilenburg ausgetragen. Der dort ansässige Ruderverein richtete die Landesrudermeisterschaften in der Kiesgrube aus. Nun schon zum 32. Mal wurden diese durchgeführt. Vereine aus Sachsen und Thüringen hatten hier ihre Zusage zur Teilnahme bereits im Vorfeld abgegeben. Da Thüringen wohl nur 3 Rudervereine sein eigen nennt, werden seit einigen Jahren diese zusammen mit den sächsischen Sportlern auf die Strecke geschickt. Ob aus Dresden, Leipzig, Radebeul, Pirna, Wurzen, Torgau, Jena, Roßleben und dem gastgebenden Eilenburgern, letztendlich trafen sich an 2 Tagen 17 Vereine, um hier ihre Meister zu suchen. Im Allgemeinen bezeichnet der Ausdruck Rudern die Fortbewegung eines Bootes mittels Riemen und Skulls, welcher durch menschliche Kraft geschieht. Während beim Riemenrudern der Sportler nur ein Vortriebsmittel mit beiden Händen hält, hält er beim Skullen in jeder Hand jeweils eines. Bereits seit 1900 ist das Rudern olympisch und so werden heute bei den Olympischen Spielen 14 Wettbewerbe durchgeführt, wobei die Distanz bis 2000 Meter betragen kann. In Eilenburg zur Landesrudermeisterschaft ging es auf 6 Bahnen über eine Distanz von 300, 500 und 1000 Metern. Bei dieser Meisterschaft waren nur Vereinsboote meldeberechtigt, Renngemeinschaften waren leider nicht zugelassen. Bereits im Jahr 2020 wurde eine Pokalwertung für den besten Verein im Rahmen der Meisterschaft eingeführt und um es einmal vorwegzunehmen, der Pirnaer Ruderverein 1872 konnte sich diesen 2023 sichern. Unterteilt in Vorläufe, kleine Finals und natürlich den Meisterschaftsrennen erwarteten alle Teilnehmer spannende 2 Wettkampftage. Doch bevor es soweit war, galt es, sein Sportgerät auf Vordermann zu bringen. Gemeinsam wurden die Boote zu Wasser gelassen, um sich dann gemeinsam oder aber allein auf den Weg zum Start zu begeben. Im Ziel angekommen wurden dann die ersten 3 Platzierten gleich am Siegersteg geehrt. Bei 80 an 2 Tagen zu absolvierenden Starts ist es fast schier unmöglich, alle Siegerinnen und Sieger zu nennen. So siegte zum Beispiel bei den 14-jährigen Mädchen in einer über 1000 Meter Selma Ritter vom Dresdner RC. Ihr folgten auf den Plätzen Anna-Marie Kotsch-Stawa vom Pirnaer Ruderverein und vom Laubegaster RV aus Dresden sicherte sich Marlene Caroline Engel den 3. Platz. Der Wurzner Max Weiser zum Beispiel startete bei einer Männern und kam über einen guten 3. Platz nicht hinaus. Bei den Jungen im Doppelzweier konnte sich der Jenaer Ruder- und Seesportverein mit Bernd Hoffmann und Max Wille an den Skulls die goldene Medaille sichern. Und so gab es ein Rennen nach dem anderen und eine Siegerehrung folgte der anderen. Doch das Highlight folgte am Ende dieser 2 Tage. Im Rennen 80 gingen in der offenen Klasse die Achter mit Steuermann an den Start. 5 Boote nahmen die 1000 Meter lange Strecke in Angriff. Spannung bis zur letzten Sekunde. Nach 2 Minuten und 57 Sekunden schob sich das Boot des Akademischen Rudervereins Leipzig als erstes über die Ziellinie.
Ihm folgten der Dresdner RC, der USV TU Dresden, die Wurzenrudervereinigung Schwarz-Gelb und das zweite Boot des ARV Leipzig auf den Plätzen. Aber noch musste auf das Zeichen des Kampfrichters gewartet werden. Nach dem Okay und der Entgegennahme der Siegermedaillen hatte die Stunde für den Steuermann geschlagen. In diesem Fall war es Steuerfrau Rosalie Schelzel, welche Bekanntschaft mit dem feuchten Element machen durfte. Die reibungslose Organisation des Ruderclubs Eilenburg trug maßgeblich zum Erfolg des Events bei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nicht nur sportliche Erfolge erzielt, sondern auch unvergessliche Erinnerungen mitnehmen können. Vielleicht freut sich der eine oder andere auf den nächsten Wettkampf und Sie sind sicher jetzt schon gespannt, welche großartigen Leistungen dann erzielt werden. Das war unser Programm für diese Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und gebe Ihnen nochmal den Tipp mit auf den Weg. Unser Programm 04 Plus, jeden Tag um 19 Uhr einzuschalten.